Köpfe. Mit meinem Referat. Die politische Aktivität der böhmischen Deutschen im Revolutionsjahr 48 erreichte ihren Höhepunkt in einem Kongress von Vertrauensmännern aus mehreren Städten, vor allem aus Nordwestböhmen, der in Teplitz einberufen wurde und dort vom 28. bis 31. August 7 Sitzungen abhielt. Die Verhandlungen wurden von Eduard Strache, dem Vertreter des Wiener Vereins der Deutschen aus den böhmischen Ländern, geleitet und von Stenografen aufgezeichnet. Deren haben wir zu verdanken, dass seine Rede, Straches Rede am Ende des Kongresses, in der er dessen Verlauf und die erzielten Ergebnisse bewertete, festgehalten wurde. Unter anderem sagte er, dass es uns gelang, in Frieden und Einigkeit unser Werk zu vollenden, das danken wir mit der Anwesenheit eines lieben Gastes. Ich brauche Ihnen nicht erst zu nennen, wir werden ihn nie vergessen. Immer werden die Erinnerungen an ihn in unseren Herzen fortleben. Ich sage diesem unseren werten Freunde Geschen den innigsten Dank, denn er für seine Teilnahme an unserer Versammlung verdient, sowie für den Anteil, den er an uns Deutschböhmen nimmt, indem er überall ratend und vermittelnd zur Seite steht. Ich sage ihm nochmals den tief gefühltesten Dank. Lauter anhaltender Beifall. Geschehen besteigt die Tribüne und küsst den Präsidenten. Beifall. So viel das stenografische Protokoll. Die Teilnahme am Teplitzer Kongress war nicht die erste Gelegenheit, bei der der Leipziger Arzt Alexander Göschen mit Deutschen in Böhmen in Verbindung kam. Die gewünschten persönlichen Kontakte wurden durch Massenversammlungen gesucht, die in Nordwestböhmen zunächst am 28. Mai in dem Grenzort Zinnwald, am 18. Juni in Aussig und anderthalb Monate später am 30. Juli in Komotau stattfanden. Der 35-jährige Alexander Göschen stand an der Spitze des Leipziger Deutschen Vereins und damit der gesamten Strömung der liberalen Politik in Sachsen. Dieser konkurrierte der demokratisch orientierte Vaterlandesverein, dessen Vorsitzender der 5 Jahre jüngere und mehr bekannte Universitätsprofessor Heinrich Wuttke war. Göschen war Teilnehmer schon an dem ersten Treffen in Zinnwald. Beide Männer treffen wir dann als führende Gäste auf der Juni-Versammlung in Aussig und Ende Juli in Komotau. Es ist deshalb kein Wunder, dass Prager Korrespondent der Leipziger Zeitung behauptete, die Namen Wuttke und Göschen seien in ganz Böhmen bekannt. Die Rivalität der Fraktionen, in die sich die revolutionäre Bewegung in Sachsen aufspaltete, war und wird wohl kaum Gegenstand des Interesses der tschechischen Geschichtsschreibung. Eine Ausnahme bildet der Verein zur Wahrung der deutschen Sache an den östlichen Grenzen, gegründet am 17. April in Leipzig von Wuttke und seinen Kollegen aus der Leipziger Universität. Wie der Verein auf den slawischen Kongress reagierte, kann man bei seinem antislawischen Charakter kaum überraschen. Er stellte nämlich einen Antrag
auf Entlassung Jan-Peter Jordans aus der Universität aus Gründen, die vielleicht von Wuttke selbst formuliert wurden. In einer Sitzung dieses Vereins berichtete ein anderer Vereinsmitglied, Professor Moritz Haupt, über das Ergebnis der Initiative. Und die Deutsche Allgemeine Zeitung vom selben Tag brachte den offiziellen Text entnommen dem schwarzen Brett an der Universität. Der zeitherige Lektor der slawischen Sprache an der hiesigen Universität, Johann Peter Jordan, hat sich eingestandenermaßen an der Aufforderung zur Bildung eines Slawenparlaments in Prag beteiligt. Da diese Beteiligung bei der entschieden feindseligen Gesinnung der slawischen Stämme gegen die Deutschen durchaus unverträglich mit den genannten J.P. Jordan als sächsischem Staatsangehörigen und als akademischem Beamten obliegenden Pflichten ist, so hat das Königliche Hohe Ministerium des Kultus und öffentlichen Unterrichts sich veranlasst gefunden, selbigen als Lektor der slawischen Sprache an hiesiger Universität wieder zu entheben. Leipzig, den 23. Juni 1948, der Akademische Senat. Professor Haupt war auch auf dem Kongress in Teplitz vertreten. Außer seiner Danksagung für die Einladung verzeichnen die stenografischen Aufzeichnungen aber keinen weiteren seinen Auftritt. Und da er bereits am 29. August auf der Sitzung des Deutschen Vereins in Leipzig über den Kongress berichtete, hat er Kongress gleich am Tage seiner Eröffnung verlassen müssen. Haupt war bei den Kongressteilnehmern wenig bekannt und deshalb kaum vermisst. Wer von vielen jedoch vermisst haben könnte, war Heinrich Wuttke. Der Kongress fand aber zu einem Zeitpunkt statt, an dem er mit den Problemen seiner heimischen Vereinsarbeit voll beschäftigt war. Der Leipziger Vaterlandsverein war durch einen Widerspruch zwischen der Mehrheit seiner radikalen Mitglieder und dem nicht revolutionären Konzept der Vereinsarbeit seines Vorsitzenden gekennzeichnet. Wuttke scheiterte in seinem Versuch, seine Position zu halten, verließ den Verein und engagierte sich weiterhin als Ausschussmitglied des Deutschen Vereins, der von Geschen in liberalem Geist geführt wurde. Wuttkes Abwesenheit in Teplitz ermöglichte dann seinem Nebenbuhler einen konkurrenzlosen Auftritt. Er war der häufigste Teilnehmer an Rednerpult und hat zu allen Haupt- und vielleicht vielen Nebenthemen gesprochen. Die lebhafteste Diskussion auf dem Kongress wurde durch die Frage der wirtschaftlichen Verbindung mit Deutschland erregt, gegen dessen Bezeichnung aus Ausland sich der Vertreter des Prager Konstitutionellen Vereins, Dr. Tedesco, die rhetorisch wirksame Verteidigung Göschens anhören musste. Die Überzeugung von einem einigen Deutschland muss so fest in Herzen wurzeln, dass nicht einmal das Wort Ausland über die Lippen kommen darf. Und zu der Lage der leidenden Bevölkerung des Erzgebirges äußerte sich Göschen wieder in einem rhetorisch eindrucksvollen Appell an die anwesenden Damen, die die Handlung auf der Galerie des Sitzungssaales verfolgten. Ja, meine Damen, Sie können helfen,
treten sie zusammen und sagen sie, wir tragen von heute an nicht mehr als deutsche Spitzen. Von heute an kaufen wir keine englischen, keine Brüsseler mehr. In die Debatte über die Bedingungen für die Herausgabe einer Zeitung im nationalen deutschen Geist schaltete er sich ein, indem er auf seine Erfahrung als Herausgeber zwei Zeitschriften verwies, der medizinischen Zeitschrift Schmidts Jahrbücher der in ausländischen gesamten Medizin und seit dem 1. Juli des offiziellen Presseorgans des Leipziger Deutschen Vereins der Deutschen Blätter. Mit Göschens Zustimmung wurde dann die Herausgabe der neuen Deutschen Zeitung aus Böhmen dem Prager Konstitutionellen Verein anvertraut. Am Ende des Kongresses richtete sein Präsident Strache Worte höchster Anerkennung an den designierten Redakteur, den in Teplitz anwesenden Obmann des Prager Vereins, Dr. Franz Klier. Dem war allerdings am Morgen zuvor ein heftiger Streit vorausgegangen, den Klier und Tedesco mit ihrer Kritik eröffneten. Die Vorbehalte gegen die Forderung hatten, Böhmen in deutschen und tschechischen Gebiete aufzuteilen. Damit würde Prag vollständig unter tschechisch Verwaltung bleiben und die deutsche Bevölkerung zusammen mit den Deutschen in den gemischten Bezirken ohne offiziellen Schutz der tschechischen Herrschaft geopfert werden, was nach Ansicht der beiden Prager Delegierten eine fatale Gefährdung ihrer Nationalität bedeuten würde. In dieser kritischen Phase des Kongresses bewies Göschen Verhandlungsgeschick und schlug die Einsetzung einer Kommission zur Lösung der strittigen Frage vor, die sich auf eine Änderung des bereits verabschiedeten Verwaltungsreformvorschlags einigte. Mit ihrem Votum war der Streit beigelegt und Göschen wurde mit dem in der Einleitung beschriebenen Beifall belohnt. Nach dem offiziellen Ende des Kongresses fand noch ein Abend, am Abend ein Verbrüderungsverfahren statt. Göschen ergriff bei dieser Gelegenheit insgesamt dreimal das Wort. Das war selbst dem Korrespondenten der Leitmeritzer Zeitung zu viel, der seinen zweiten Austritt mit den Worten kommentierte. Herr Dr. Göschen, Abgeordneter des Deutschen Vereins in Leipzig, wird wohl einigen Sinn seiner langwierigen Rede entnommen haben. Göschen aber wollte noch das letzte Wort haben und ganz zum Schluss hat es bald die Teilnehmer zum Absingen des Liedes »Was ist des deutschen Vaterland?« aufgefordert, was sich geschehen ist. Die Verbrüderungsversammlungen in Nordwestböhmen stellten einen Teilaspekt des Kardinalthemas der programmierten deutschen Einheit dar, nämlich die Einbindung der Habsburger Monarchie in ein neues Staatsgebilde, das die bestehende politische Zersplitterung Deutschlands überwinden und zu einer überragenden, mächtigen und gefürchteten Macht werden sollte. Dies veranlasste Göschen, nach dem Teplitzer Kongress nach Wien zu reisen, wo er am 6. September eintraf und zwei Wochen lang blieb. Sein politischer Rivale Wuttke folgte ihm einen Monat später, verbrachte in Wien drei Wochen und wurde somit Augenzeuge der Oktoberrevolution.
Ein beredtes Zeugnis seines Besuchs gab sein ehemaliger enger Mitstreiter aus den Anfängen der Märzrevolution, Robert Blum. In einem Brief an seine Frau schrieb Blum am 20. Oktober: Wuttke ist auch hier und denke dir, er hatte die Unverschämtheit, in den Zentralausschuss der demokratischen Clubs, welcher diese Bewegung ziemlich leitet, und sich dort als Demokrat und Republikaner auszugeben. Als man aber seinen Namen hörte, wurde er mit einer so unermesslichen Schande hinausgewiesen, dass es mir fast leid tat. Doch damit rühmte sich Wuttke kaum, als er am 17. November in einer Ausschusssitzung des Deutschen Vereins in Leipzig über seinen Aufenthalt in Wien berichtete. Zu Ehren des erschossenen Blums erhoben sich die Anwesenden von ihren Plätzen, wozu der Vorsitzende Geschen sie aufgefordert hatte. Zweifelsohne war es kein Zufall, dass sich unter den Teilnehmern auch Eduard Strache befand, der über Leipzig zum zweiten Kongress der böhmischen Deutschen nach Eger reiste. Seine herzliche Begrüßung der böhmischen Deutschen und die Versicherung ihrer Sympathie für ihre sächsischen Brüder riefen in der Versammlung großen Jubel hervor, aber es waren nur leere Worte. Die erwartete große Zahl ausländischer deutschen Gäste auf dem Kongress in Eger blieb aus. Auch die alten Matadore Wuttke und Göschen kamen nicht mehr. Wuttke suchte noch eine Unterstützung für seine großdeutsche Lesung im Frankfurter Parlament, wohin er als gewählter Ersatzmann für Robert Blum eintrat. Göschen überging dann im Jahre 1949 vom sächsischen Leipzig in preußische Berlin und endete mit der Politik. Wuttke warf ihm und Leipziger Deutschen Verein daraufhin Dilettantismus vor. Göschens Name, der nach Ansicht des Prager Korrespondenten der Leipziger Zeitung jedem in Böhmen bekannt sein sollte, überlebte hierzulande nur in der Fachliteratur. Zwar hat er heute nach der Vorlage in der Deutschen Biografischen Enzyklopädie auch eigenen Eintrag in Wikipedia. Eine Erwähnung seiner Teilnahme an den Ereignissen des Jahres 48 hier aber fehlt. Dagegen finden wir hier die gewünschten biografischen Grunddaten: Geburt am 12. März 1813 in Berlin, Tod dort am 2. März 1870, sowie Angaben zu seinen Eltern und zu seiner Frau, seinem Studium und seiner Karriere als Arzt. Die Erinnerung an sein politisches Engagement während der sächsischen Revolution wäre aber für die Karriere eines loyalen preußischen Bürgers nicht förderlich gewesen. Es war viel sinnvoller, es mit Schleier der Vergessenheit zu bedecken, wie die damalige beliebte Redewendung sagte. Angabe der Geschichtsschreibung ist es jedoch, Schleier der Vergessenheit zu lüften. Und dem war auch mein Beitrag gewidmet. Ja, Herr Mikuschek, vielen Dank für diesen Vortrag, der uns auch noch einmal vor Augen geführt hat, wie also so ein nationaler Überschwang
ansteckend sein kann und wie solche Forderungen dazu. Wir können gleich ein paar Fragen und Diskussionen vielleicht. Ja? Na, ich bitte um eine Minute für eine Danksagung. Hauptquelle meines Referats war der stenografische Bericht aus der Teplitzer Tagung. Dieses Protokoll ist heute leicht zugänglich auf dem Internet. Vor einem Vierteljahrhundert war es ganz anders. Und ich danke für die Möglichkeit, dieses Protokoll zu nutzen. Dem Herrn Professor Siemann, der momentan hier unter uns nicht. Nein, ja, also, entschuldige. Ja, ich hatte Glück, mit Herrn Professor vor einem Vierteljahrhundert in Wien an der Tagung zur Revolution, 150 Jahre von der Revolution. Und an einem Tisch mit ihm bei einem Gesellschaftsabend zu sitzen. Dabei haben wir natürlich über die tschechische Historiografie, über die Geschichte des Jahres 48 in Böhmen, über Polischenski. Der dritte an dem Tisch war Professor Evans, damals der beste Kenner der tschechischen Geschichte. Und Professor Siemann hat mich nachträglich eine Xerokopie dieses Protokolls geschickt. Und ich möchte noch einmal ihm meinen herzlichsten Dank dafür zu sagen. Ja, da kommt. Und wenn einige Fragen an mich sind. Ja, können wir gleich jetzt erledigen? Wie sieht es aus? Gibt es Ergänzungen, Fragen? Herr Siemann, ja. Was Sie gesagt haben zu Wuttke, hat mich erschüttert. Er ist ja ein Demokrat. In der Paulskirche sitzt er im Württemberger Hof. Mit Blum ist er eigentlich, steht er politisch nahe? Na, in seinen Anfängen, später musste er sich mit dem radikalen Flügel im Vaterlandsverein auseinandergehen und Blums Brief an seine Frau ist beredtes Zeugnis, was die Radikalen von ihm dachten. Aber war es seine Initiative, den Jordan zu entlassen? Daran hatte Wuttke einen Anteil. Er schrieb davon in einem Beitrag für die Augsburger Allgemeine Zeitung. Ein langer, umständlicher Bericht über das Treffen in Aussicht am 18. Juni. Davon konnte ich nicht sprechen. Kürze der Zeit wegen. Ja. Ich komme nämlich morgen nochmal auf Robert Blum und da gibt es eine interessante Konstellation. Als Blum in Frankfurt, seit Mai war Blum in Frankfurt, Wuttke blieb in Leipzig und ihre Wege auseinander gingen.